Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde des WTTVs, zur zweiten Folge mit mir, Johannes Dimmeck, einer von mehreren Trainern des WTTVs. Heute werde ich euch mal zeigen, wie wir mehr Power in die Beine bekommen. Das ist eigentlich was für alle. Später wird es dann etwas schwieriger. Wir machen Ausfallschritte. Die Hände sind hier in den Hüften und es geht erstmal nach vorne. Achtet darauf, dass ihr relativ gerade mit dem Oberkörper seid und dass die Knie nicht zu weit über die Fußspitzen gehen. Das machen wir ein paar Mal rechts und ein paar Mal links. So 6 Mal, auch wenn ich jetzt hier etwas weniger vormache. Und jetzt geht es auch mal zur Seite, weil wir nicht nur Vorwärtsbewegung am Tisch haben, sondern auch seitliche Bewegung. Nachdem ich hier 2 Mal rechts war, 2 Mal links war, das dürft ihr auch gerne bis zu 10 Mal machen, geht es auch mal nach hinten, weil wir ja auch ein bisschen Power in der anderen Seite brauchen. Und noch einmal. Vorwärts, vorwärts, seitwärts, seitwärts und rückwärts, rückwärts. Alles kombiniert. Eine schwierige Stufe wäre dann auch aus dieser Position 2-3 Sekunden halten, schnell zurückspringen und wieder nach vorne mit dem linken, kurz halten und schnell zurückspringen. Genauso auch nach rechts und was wir vorher gemacht haben, nach links und nach hinten. Auch wenn ich jetzt ein bisschen kürzer gehalten habe, ist das mit Sicherheit positiv für die Beine und ihr bekommt dann, wenn ihr wieder anfängt zu spielen, mit Sicherheit noch mehr Power, um am Tisch euch besser zu bewegen. Viel Spaß damit und bis demnächst. Ciao!